So, guten Tag Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer Runde FIFA 13. Jetzt sind wir wieder in der Euroleague unterwegs mit unseren 60ern. Ich bin euer Kommentator im Gimus Mitch. Dürft ihr euch auch mittlerweile schon nerven? So, jetzt gehen wir mal unsere Spieler durch, mal gucken, wie sie hier sich aufbauen. Boah, minus 2, minus 3. Also meine Top-Spieler sind sehr am Abbau momentan. Gut, die kommen auch schon in ein gewisses Alter. Aber so ein Newcomer, dem freut sowas, wenn er mal spielen darf. So, er baut sich auch immer mehr auf. Schulz plus 4, also der wird noch stark. Ofrata wieder plus einen. Ah, bin ich gespannt, wo es mit denen noch hingeht. Unglücklich. Ach so, du bist rechts vorn. So, muss ich mal noch ins Teammanagement gucken. Noch für die Europa League den Kader ein bisschen durchstellen, aber erst simuliere ich mal weiter. Ah, englische Wochen jetzt für 60, das sind sie noch nicht so gewohnt. So, jetzt haben wir aber erst ein Scouting-Update. So, 65, ich brauche keinen Torwart. So, Bundesliga. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie für Ihre hervorragende Arbeit mit für 1860 München den Trainer des Monatspreises erhalten. Glückwunsch. Das haben Sie sich wirklich verdient. Ja, das auf alle Fälle. So, hey Trainer. So, zwei wären soweit in die Mannschaft aufgenommen zu werden. Aber ich will fast nicht. Da ist mir das Potenzial einfach ein bisschen zu gering. Also, da gucke ich mir lieber bessere Spieler noch an. So, wir simulieren weiter. So, Mannschaft, Teammanagement. Mal gucken, wie er sich erholt haben alle. Wirklich gut eigentlich. So. Ich setze mal wirklich. So, linkes Mittelfeld. Er kommt raus. Dann kommt... So, Blanco rein. Hier kommt wieder Schulz hin. Also wirklich zwei Newcomer im Sturm. Ob sich das für gut erweist, das sei noch dahingestellt. Aber die sind halt ehrgeizig. Die sind jung, die wollen was. Alter, ihr hebt euch ja gar nicht von meinen Trikots ab. Ist ja voll assi. So, nehmen die Auswärtstrikots. Wir spielen mal wieder daheim gegen Porto. Scheiße, ich habe das Porto vergessen auf dem Brief. Nein. So, wir probieren es aber trotzdem. So, das war nichts. So, schön gebracht, die Flanke. Hoppala. Na, Alter. Man merkt mal halt, du bist noch ein Jungspieler. Dass du das noch nicht so kannst. Hoppala, der ging zu weit. Alter. Das gibt's doch nicht. Krieg ich das Ding da jetzt rein? Alter. Ich bin so unfähig. Hene. Der war fast drin. Der hat reingeguckt. Habt ihr es gesehen? Alter, dazwischen durch. Ja, egal. Es kommen wieder bessere Tage. Wollen wir ein bisschen mehr Punkte machen? Egal, so, aber jetzt spielen wir gegen Porto, daheim in der Europa League. Europa League. So, Porto hat Anstoß. Aber die schickt man jetzt ohne Porto wieder zurück. So, der ist jetzt hochmotiviert, dass er auch mal wieder spielen darf. So, mit der ersten Möglichkeit, die Newcomer im Sturm. Den der Trainer endlich mal ein bisschen, ja...
vertraut. Ah, das war nichts. So, aber sehr ehrgeizig die Leute. Als Notbesetzung haben wir ja unsere Stamm, ja, Torschützen, Stürmer wieder dabei. Also wir können immer wechseln, wenn es wäre. So, aber das glaube ich nicht, dass wir das müssen. Wenn wir das Spiel auch so gewinnen werden gegen das Porto. Die Portugiesen, haha. So, was für ein Wortwitz, der ist umzingelt, der hat so einen Bart. So. Er bringt die Flanke aber wieder zu ungenau für die Mitspieler. So, jetzt müssen wir aber hier mal zeigen, was wir können. So, das ist schön gemacht. Oh, böse umgegrätscht. Für das sieht er gelb. Schulz. Unnötig. Sehr unnötig. Da hatte ich mich mal, hat er sich mal kurzzeitig nicht im Griff gehabt, aber das hat auf dem Spielfeld einfach nichts zu suchen. So. Da Vari läuft und läuft. Er hat den Überblick und gibt ab an Hafler. Und Hafler macht das Ding. Schöner Überblick, Hafler schön mitgelaufen. Einfach brillant herausgespielt, dieses Tor. Er war nicht egoistisch. Er denkt sich, ja, wir sind eine Mannschaft. Wieso soll ich ihm das Tor nicht vergönnen? Soll's er halt machen. Umgedreht würde er es auch machen. Das nennt man Teamzusammenhalt. Das ist super und das macht unsere 60er momentan einfach so stark. Weil nicht nur Egomanen hier am Platz stehen. Oh, aber Porto hier gefährlich. So, aber 60 kann das Ding noch klären. Kann hier nochmal was probieren. So, schickt Markus los, aber Markus. Naja, war zu langsam für den Ball. Mittlerweile haben wir doch eine ziemlich junge Mannschaft. Aus dem Sturm, die war schon, da ist sie schon ziemlich alt gewesen. Also wir müssten fast den Sturm wieder, ja, erweitern. Davari läuft schon wieder. Oh, diesmal wollte er es allein probieren. Hat es aber nicht geschafft. Aber schön gespielt, schön gemacht, das Tor. Oder schön herausgespielt, wieder schön erlaufen, hauptsächlich. Er ist wirklich antrittsstark, der läuft genauso schnell mit dem Ball wie der Verteidiger ohne Ball. Das ist natürlich gewaltig für so einen Stürmer, wenn er sowas kann. Da kann er einfach mal sagen, und tschüss, ich bin weg. Friss mein Staub, Kleiner, so auf die Art kommt es dann. So. Unser Spieler wurde angeschossen, trotzdem Ecke für Porto. Aber den schickt man mit wegen zu mangelndes Porto wieder zurück. Versuchen wir zumindest. Leider wurde das nichts. Deswegen muss Eicher jetzt ran. So, schöne Übersicht. Hier läuft Markus. Markus läuft. Er zieht ab. Aber einfach gegen den Torwart gebolzt. So, Ecke kommt rein. Kopfballstärker sind die neuen Stürmer jetzt auch. Oder die anderen Stürmer jetzt auch nicht unbedingt. So, gut. So, Flanke kommt, aber wieder zu kurz. Da kommt der Pass zu kurz einfach. Der ist verhungert. Er hat ein Butterbrot hinter nachschießen müssen. Weil der verhungert ist. So. Markus läuft schon wieder. Sieht hier keine Ahnung wen. Zum Glück ist der Ball nicht durchgekommen. Wäre wieder abseits gewesen. So bleibt das Spiel ein bisschen hitziger. So gefällt mir eine Partie ein bisschen besser. So, Darwini läuft. Schießt gleich und Tor. Jetzt hat er sein Tor gekriegt.
es mir vorhin großzügig an Hafler abgegeben hat, schießt er jetzt einfach mal so, so wie er sich gehört, sein erstes Tor. Oder sein zweites, tut mir leid. Und ist sofort in der Euroleague. Wir haben einfach ein Händchen momentan für die Spieler. Wir sehen einfach, ja, der ist gut, den nehmen wir jetzt. So, Porto bringt mehr Pässe durch. Das stört mich aber jetzt gerade nicht. Bei diesem Ergebnis in der ersten Halbzeit schon. So, die erste Halbzeit, ich sehe gleich um. Alter, wie hast du jetzt Marcos umgelaufen? Nein, der liegt schon wieder verletzt am Boden. Das gibt es doch nicht. Marcos schon wieder verletzt. Schulterprellung. Ja gut, die geht ja noch. Rechtes Mittelfeld. Da muss wieder unser Vollmann rein. Hilft nicht. Mir tut's echt leid für Marcos. Der war letzte Saison schon so krankheitsgebeutelt. Wow. Hätte Porto beinahe den Ausgleich schießen können. So, Seebacher, 1195 Meter schon gelaufen und das in der ersten Halbzeit. Natürlich respektabel. Marcos darf sich jetzt ausruhen, darf seine Prellung kurieren, darf sich Eis draufpappen, ein bisschen kühl lagern. So, erste Halbzeit vorbei, 2:0 für 60. Deswegen gehen wir auch gleich in die zweite Halbzeit. Damit wir hier mehr erleben. Damit wir Porto wirklich portofrei zurückschicken können. In die Heimat. 60 bietet hier natürlich wieder Zauberfußball vom Feinsten. Schön erspielte Tore einfach. Er zieht ab. Außen. Vorbei. Am Mikrofon schön abgeprallt. Normal wäre das Ding umgefallen, würde ich mal sagen. Aber in FIFA wird sowas angeschraubt, dass sich sowas nicht mehr bewegt. Die gute Soundtechnik. So, Daviri, der ist sehr laufstark, um ehrlich zu sein. Der hat sich heute schon Wolf gelaufen, aber der hält es durch. Der ist immer noch sehr, ja, wie soll ich sagen, seine Kondition ist echt beeindruckend, um ehrlich zu sein. Finde ich jetzt für die jetzige Situation gerade so. So, gerade noch zur Ecke oder zum Abstoß. Zum Abstoß geklärt. Eichler führt diesen mal wieder aus. Wer denn sonst? So, Porto jetzt gerade noch gestoppt. Aber jetzt darf 60 echt mal aufpassen, was sie hier fabrizieren. Deswegen müssen sie hier mal auch wieder Konsequenz nach vorne zeigen. Nicht hier Porto so viel machen lassen. So. Wir suchen mal wieder die Lücke. Auf der Suche nach der Lücke. Wo wir hier schön durchkommen. So, wir ziehen ab. Oh, den hat er nicht sicher gehabt, der Torwart von Porto. Ah. Ja, Kopfbälle sind nicht unbedingt die Stärke unserer 60er. Egal wie, ob als Pass oder als Torchance. So, 62 Minuten bereits gespielt. So, schön in den Lauf von Thomas. Tomasov gespielt, aber leider kam er nicht frei zum Schuss. Ist bitterlich, aber was soll's. So, wir probieren es weiter. 60 stört immer wieder früh. Das haben wir eigentlich jetzt die ganzen Spiele jetzt schon beobachten können, dass sie wirklich früh stören, um den Gegner so richtig zu irritieren. Dass sie vielleicht schon früh Fehlpässe machen, damit sie, ja, wie soll ich sagen, ja, damit 60 einfach mehr Chancen hat. So, Ballbesitz schön ausgeglichen. In dieser Halbzeit auf jeden Fall. In der ersten eigentlich auch. Aber 60 halt mit mehr Glück. Mit mehr Chancen einfach. Die zum Erfolg geführt haben.
So, Hafler läuft. Läuft immer noch. Boah. Aber der Abschluss fehlt. Wenn nur jeder zweite Torversuch zum Erfolg führen würde, wir würden jede Liga gnadenlos anführen. Wir würden jedes Spiel definitiv gewinnen. So, Porto wechselt. So, können wir bitte, ich will ihn jetzt nicht ewig sehen, den Jackson M, Michael Jackson. So, 60, hier versucht durchzukommen, aber FC Porto hat da was dagegen, die wollen hier ein bisschen aufschließen, den Anschlusstreffer schaffen und natürlich auch den Siegtreffer oder das Unentschieden, damit sie noch Chancen in der Europa League haben, in der Euro League. So. Schön geholt den Ball. Er zieht ab. Versucht es zumindest. Wird aber zu Fall oder zu Boden gezogen. Und hier wird nicht gepfiffen. Das ist schon krass. Wenn er hier umgerissen wird im 16er. Während ein Schuss. Ist bitter. Aber 60 ist ja eh schon 2:0 vorn, wird sich der Schiri denken. Dem muss man nicht noch ein Tor schenken. Oh, gerade noch in den Ball geworfen. Da wurde es hektisch im Strafraum. So, schön. Davini losgeschickt. Er setzt sich durch. Und schießt noch ein Tor. 3:0. Davari. Davari. Muss ich mal merken. Der Newcomer heißt Davari. Wunderschön. 3:0. Es war eine gute Wahl, Blanco und Laut mal auf der Bank sitzen zu lassen, sich ausruhen zu lassen, damit sie vielleicht in den nächsten Spielen wieder ein bisschen, ja, mehr Elan haben. Aber Porto will zumindest einen Anstand oder mein Torwart hätte einen Foul gemacht. Jetzt glaube ich, jetzt werde ich nicht mehr. Egal. Zumindest einen Elfmeter kriegen sie. So, er hat ihn. Eicher hat ihn. Er hält es 3:0 fest. In den Griffeln. Da gewinnt 60. 3:0. Wunderbar. Davari trifft zweimal und hat sogar vorgelegt für Hafler. Das dürfte Spieler des Tages sein. Und das ist auch so. Wollte ich nur zeigen. Okay, ich sag tschüss, bis morgen.